Guten Morgen zu einer neuen Folge Eintagsfliegen TV. Ich bin's, euer Kuschleif, a.k.a. René Pervers. Und die Frage wurde gestellt, was ich von der Legalisierung halte, um es so kurz wie möglich zu machen, so wie sie jetzt erstmal dargestellt wird. Ist es ein Anfang? Letztendlich ist es eine Hurensohnerei, da die Helden der Pionierarbeit der Legalisierung in Deutschland. Nur mal ein Name, Günther Weiglein. Wo ist dem sein Coffeeshop? Wo ist dem seine Coffeeshop-Lizenz? Normal müsste man dem einen roten Teppich ausholen und sagen, hier, hast du gut gemacht, bitteschön. Hier hast du deinen roten Teppich, hier hast du deinen Coffeeshop, hier hast du deine Lizenz, kriegst du alles geschenkt, bitteschön, mach dein Geschäft. Oder hier hast du deine Anbaufacility, hier hast du deine Anbaulizenz, darfst du gar verkaufen an die Apotheken, bitteschön. So, diese Sachen müssten eigentlich gemacht werden, fairerweise, aber die Helden der Legalisierung werden halt komplett vergessen. Ihr habt es dem Günther weiterhin zu verdanken, dass es eine Kostenzusage gibt und euer Gras bezahlt wird. Niemandem sonst, nicht dem DHV oder irgendwelchen anderen Hurensohn, dem Günther weiterhin alleine. Nur deswegen gibt es diese Gesetze, es gab diese Gesetzesänderung, Cannabis auf Rezept mit Kostenzusagemöglichkeit. Wo ist dem seine Anbaulizenz, dass er legal verkaufen darf oder sonst was? Also solche Leute werden vergessen und das ist eine Hurensohnerei. Aber irgendwo muss man anfangen, von daher, ja, drei Pflanzen, lasst euch mal nicht auf diese 25 Gramm so festnageln, wenn man mehr erntet, ist das auch kein Problem. Das weiß auch der Staat, es geht halt nur darum, nicht mit mehr als 25 Gramm durch die Weltgeschichte zu rennen. Oh ja, und ansonsten, was halte ich davon? Irgendwo muss man anfangen. Für mich spielt das alles keine so große Rolle mehr. Ich habe auch nicht mehr den Elan, den ich noch vor 20 Jahren hatte. Die, wo jetzt 20 Jahre alt sind oder maximal 30, auch noch diesen Enthusiasmus haben und das Feuer noch in denen brennt und alles, ja klar, die werden jetzt mit dieser Entkriminalisierung auch erstmal richtig fett Geld verdienen. Und wenn sie bereit sind, die Strafen, die dann auch natürlich ein bisschen runtergehen, trotzdem in Kauf zu nehmen, können die jetzt richtig absahnen. Das ist für mich aber alles vorbei und uninteressant. Und auch die legale Szene, ich weiß nicht genau, kann sag niemals nie, vielleicht suche ich mir da irgendwo eine Nische oder finde eine oder nehme tatsächlich noch irgendwo einen Job in so einer Nische an. Weiß ich nicht, sag niemals nie, aber kann ich mir im Augenblick auch nicht vorstellen. Ansonsten, ja, im Großen und Ganzen, so wie es umgesetzt wird, ist es natürlich eine Hurensohnerei. Aber aus dieser Hurensohnerei, ich sag's mal so, es ist eine Hurensohnerei mit Potenzial für die Zukunft, sich zu verbessern. Vor allem, wenn es erstmal legal ist, entkriminalisiert, irgendwann dann legal, wenn ein paar andere Schengen-Staaten noch nachgezogen sind. Und dann wird es, wenn es legal wird, dann normalisiert sich und dann wird es egal. Und wenn es egal ist, so, dann kommen auch die ganzen Kleinen so irgendwie an den Zug und können sich, wie in Kanada jetzt die kleinen Craft-Wiedler sich auch ihre Marktanteile sichern, die übrigens immer mehr Marktanteile sichern, weil Craft-Wiedler halt einfach besser ist als Demekan oder das, was Afria oder Tilray oder die ganzen Hurensöhne oder Betrokan in ihrer Massenproduktion alle produzieren. Die Craft-Sorten sind gefragt, deswegen kommen auch immer mehr Craft-Sorten nach Deutschland, deswegen macht auch sowas wie Canna Medical immer weniger Umsatz, weil die keine Ahnung haben, was gutes Gras ist, im Gegensatz von Cantourage, die haben es mittlerweile geblickt, auch wenn sie es am Anfang nicht wussten. Und dementsprechend übrigens Daumen hoch an Cantourage, die machen mittlerweile gutes Gras, bringen die an den Start, sie machen es nicht selber, aber sie importieren es. Und ja, nur mal, dass ihr auch hört, ich kann auch welche loben, aber Canna Medical wird von mir halt nicht gelobt, das sind die letzten Bastarde, so, die haben auch nur scheiß Gras am Start und haben keine Ahnung, deswegen suchen sie jetzt auch einen Grastester. Das Problem ist, dass solche Leute bei der Legalisierung leider bevorzugt werden, seht ihr auch jetzt, wer bestimmt den medizinischen Cannabismarkt, zu 90% nur irgendwelche Vollopfer, die überhaupt keine Ahnung davon haben, deswegen ist das Gras auch zu 90% so beschissen. Und ja, so ist es, die Realität. Und ja, leider wird man auch diesen Leuten eher erstmal die Möglichkeiten geben, weil die haben halt auch den finanziellen Background. Für solche Firmen ist es auch nur eine Lizenz mehr letztendlich, ob die jetzt einen lizenzierten Direktverkaufsshop eröffnen oder online von mir aus oder. Das ist für die nur eine Lizenz mehr. Das Geld ist da, die komplette Infrastruktur im Background ist da. Also für Leute wie mich oder für andere Helden der Legalisierung wie den Günther Weiglein und ja, ich sehe mich tatsächlich auch als Held dieser Cannabis-Medizin-Geschichte zumindest. Und weil dafür habe ich halt auch einfach viel getan. Kann man ja gucken auf YouTube, ist ja kein dummes Geschwätz, ihr kennt ja alle die Videos. Und wenn nicht, dann fickt euch halt. Lasst euch doch einfach impfen und nehmt noch eine Bratwurst. Und ja, ansonsten gibt es dazu auch schon nicht mehr zu sagen. Das ist meine Meinung dazu. Ich kriege mein Gras und sonst, mich interessiert es eh nicht. Ich habe auch kein Feuer mehr. Das heißt, ich hätte jetzt auch kein Interesse, irgendwo eine Scheune anzumieten und da dann illegal 100 Pflanzen zu züchten, nur weil ich weiß, die Strafen gehen runter und damit lässt sich dann halt noch irgendwie Geld verdienen oder so. Ist nicht meine Welt. Der Mainstream springt jetzt auf. Der Mainstream war noch nie mein Ding. Jetzt ist es Cannabis, ist jetzt Mainstream. Damit ist für Leute wie mich dieser Weg dann auch irgendwo... Das endet jetzt dann praktisch für mich. Der Mainstream springt auf. Damit ist mein Weg ab diesem Moment zu Ende. Weil ich bin alles andere als Mainstream. Ich war immer Einzelgänger, Einzelkämpfer. Und genau mit dieser Position bin ich auch perfekt durchs Leben gekommen. Nicht mit dem Mainstream. Und das weiß ich und deswegen halte ich mich vom Mainstream fern und das wird auch in Sachen Cannabis wird es genauso sein. Und deswegen weiß ich,
Für mich ist dann Ende Gelände, so in jeglicher Hinsicht. Ich kriege mein Gras umsonst, ich lebe mein Leben in ruhig für mich und das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, auch dass ich Teil dieser legal entstehenden Industrie werde. Sag niemals nie, aber im Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen. So, das war's auch schon wieder. Also, ausbaufähige Hurensohnerei, so würde ich den Zustand beschreiben. Und ich wurde danach gefragt, sonst hätte ich dieses Video jetzt nicht gemacht. So, also fickt euch. Lasst euch immer schön brav impfen. Für die meisten von euch ist Bratwurst doch das Beste. Da bin ich voll dafür. Kifft mal nicht so viel. Das ist gut für Leute wie mich mit einem klaren Verstand. Aber für die ganzen Bratwurstanbeter da draußen ist Impfen das einzig Wahre. Immer dran denken. Maske aufziehen. Schön bücken. Wenn der Staat zu euch sagt, bück dich, habt ihr bitte nur noch zu fragen, wie tief. So, also tschüss, schönen Tag noch.